Hallo, herzlich willkommen. Neue Folge, neues Glück, wie auch immer. Heute fällt mir hoffentlich keine Duftlampe runter. Und wir gucken uns nämlich die Duftlampe an, die mega, mega geil ist, für genau den Juli. Und wir schnuppern auch in den Duft des Monats Juli rein, passend zum Thema Desert Tropics. Desert Tropics passt auch die Duftlampe, ihr seht sie schon ein bisschen, aber allzu viel verrate ich jetzt noch nicht. Wir schnuppern erst an dem Duft und dann packen wir diese geile Duftlampe aus, die mir schon im Vorfeld super, super gut gefallen hat. Das verrate ich euch schon, weil ich bin zum Beispiel auch ein Fan von Little Garden, falls euch das was sagt, oder Succulent. Und von daher seid ihr dann hier richtig. Ich habe den Duft geöffnet. Es kommt als erstes mir entgegen ein bisschen Ananas. Ein bisschen Mango. Mango vorwiegend. Und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Wüste ist mit dabei. Vielleicht auch, weil ich auch die Duftlampe mit im Kopf habe. Das mag sein. Also er ist sehr kräftig, sehr fruchtig. Es ist ein sehr, sehr fruchtiger Duft. Der erinnert mich an einen bestimmten Geruch aus meiner Kindheit. Aber ich kann jetzt nicht spontan sagen, was es ist. Aber ein angenehmer Geruch. Also für mich ein Bar, den ich auf jeden Fall in der Lampe ausprobieren werde. Desert Tropica, ihr wisst immer, im Angebotsmonat, also sprich dann im Juli, kostet der Bar euch nur 7,65 Euro statt 8,50 Euro. Und jetzt kommen wir zu dem Schätzchen. Und das Schätzchen ist echt groß. Und ich verrate euch schon mal, das ist auch bei dem Schätzchen, guckt mal, wie groß das ist, geil, oder? Jetzt muss ich kurz mein Passwort hier wieder eintippen, weil ich noch was spickeln will. Ich verrate euch, dass die im Juli, diese Duftlampe, die ich euch jetzt vorstelle, ja, 95,40 Euro kostet. Das war mein Spickzettel, ja. Und ansonsten würde sie euch 106 Euro kosten. Das ist eine große Duftlampe. Ihr seht es schon hier vorne drauf. Und ihr Name ist Wild Desert. Und wir packen die jetzt gemeinsam aus. So. Ich bin schon gespannt. Ich freue mich auch schon wieder auf mein Styropor. Schaut mal, ich habe zwei Warnhinweiszettel heute da drin. So sieht's aus. Dann habt ihr, oh, interessant, also sie haben hier Gläser gestapelt. Ich packe es erstmal ganz langsam aus. So. Also das ist schon mal die Duftwachsschale. Passen wieder vier Wachsbars hinein. Hier habt ihr nochmal die Anleitung. So, da. Da kommt hier schon eine Glühbirne zum Vorschein. Wie viel Watt sie hat, verrate ich euch später. Und da kommt das erste Wüstenteil heraus. Das sind wieder Sukkulenten. Ich sträube mich ein bisschen rauszukommen. So. Das ist jetzt die erste Sukkulente, die wir haben. Dann haben wir hier, schaut mal, aha, noch ein Glasschälchen. Da ist auch wieder das Sensi-Zeichen mit drin, aber keine Angabe von Wachs. Da gehört nämlich auch kein Wachs rein. Lasst euch überraschen. Dann haben wir unsere zweite süße Sukkulente. Ja, dann haben wir wieder ein Schälchen, das ist ein höheres Schälchen. Dann kommen wir jetzt zum Styropor. Und schon habe ich wieder, oh, schaut euch das an.
Wir haben hier den Stecker. Dann verrate ich euch auch gleich, wie viel Watt die hat. Geht es euch genauso, dass ihr immer auf der falschen Seite guckt, wenn ihr dann was gucken wollt? Kinder, jetzt ist es wieder so dunkel, dass ich nichts sehe. Ich will die vorher nicht rausholen, euch verraten, Mensch, Meier. Ich glaube 20, aber wir gucken, wartet mal. Ich habe doch hier ein Handy und das macht vielleicht auch Licht, wenn ich will. Macht das Licht das Handy? Blaues Licht. Kennt ihr das? Rambo-Film. Wartet. So, also, mein Handy. Ja, es werde Licht. Steffi sieht wieder was. Juhu. Also, es ist 20 Watt. Mhm. Also nicht viel Watt. Das ist auch schon mal gut. So, jetzt mache ich erstmal das Licht wieder aus. Und jetzt hole ich das mal raus. Schaut mal, wie groß die ist. Das ist eine dreiteilige Lampe. Und es gibt noch viel mehr zum Auspacken. Hier sind Steine drin, Dekosteine, die werden wir jetzt gleich verarbeiten. So, dann haben wir hier das Grundgestell. Das ist aber auch noch mal extra eingepackt, weil hier innen drin, das ist Plastik, mal ganz vorsichtig drauf geklopft. Das ist eine glatte, glänzende Oberfläche und hat hier hinten so eine Aussparung für das Kabel, damit wir die Lampe einstecken können. So. Mhm. Musste ich jetzt mal kurz testen. Jetzt schrauben wir da die Glühbirne ein. Ja, Lampe des Monats. Gefällt mir richtig gut. Das ist auch richtig gut verarbeitet hier. Dann stellt man, ihr seht ja nichts, ne? Dann stellt man das hohe Glas hier rein und das etwas tiefere Glas dort hinein. Und dann müssen wir noch Dekosteine einfüllen, damit unsere Sukkulenten halten. Und die füllen wir jetzt hier. Wartet mal. Damit ihr das sehen könnt. Nicht auf den Tisch. Clear. Ja, macht aber nichts. Ich verteile die auf dem Tisch. Also ihr seht, da sind reichlich Steine dabei. Ich mache das jetzt mal so, sonst landet noch mehr auf dem Tisch. Und wenn euch die Sukkulenten nicht gefallen und ihr habt noch die von eurer Little Garden oder von eurer Succulent, dann könnt ihr die Pflanzen nämlich auch benutzen. So, und jetzt könntet ihr wahlweise entweder hier die hohe hineintun. Und hier ist noch ein Stein. Moment. Da ist auch noch ein Stein. Mein Tisch ist schwarz im Untergrund, von daher sehe ich die Steine nicht so gut. Oder hier die kleine, ja. So sieht das dann aus. Oder ihr könnt sagen, ich will das gar nicht so hoch haben. Ja, wobei da müssten noch ein paar mehr Steine rein. Ihr seht, es ist etwas wackelig. Ja, der Fisch spielt mit Steinen. Mal sehen, ob das geht. Ich stelle es mal auf den Tisch runter, sonst wird das nichts. So. Also ihr seht, das ginge auch, wenn ich sie jetzt nicht bewegen würde, die könnte man trotzdem da hineinstecken, das würde auch gehen, ja. Finde ich nur nicht ganz so hübsch, weil die verdeckt ja schon relativ viel und ihr seht, es wackelt dann trotzdem schon noch ein bisschen. Also die Variante hier ist deutlich besser.
bei der belassen wir es jetzt auch. Und jetzt machen wir da oben noch das Schälchen drauf. Und dann fuddeln wir wieder das Kabel ab, beziehungsweise den Draht. Die ist echt schön gearbeitet. Und dann schalten wir die auch mal an, wie die aussieht. So. So. Wer jetzt lange Fingernägel hat, der fuddelt ein bisschen. Aber ihr seht, haha, sie leuchtet. Und es ist ein dezentes Licht. Es ist ein helles Licht. Aber, ja, sehr... Ist so cremefarben, genau. Nach dem Wort habe ich gesucht, es ist cremefarben. Und soll ich euch was sagen, mir ist so warm. Heute Morgen war es relativ frisch und hier ging viel, viel Wind. Aber heute Mittag ist es schon wieder total drückend. Und boah, Gott sei Dank ist es hier hinten im Zimmer, eins der kühlsten Zimmer. Deshalb ist es ja auch mein Sensi-Zimmer. Und schaut mal, wie schön die ist. Also wer die sich holen will, Leute, im Juli gibt es die Wild Desert Lampe. -10%. Das ist ein Kaufwert, meiner Meinung nach. Berichtet mal, wie sie euch gefällt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr die genauso hübsch findet wie ich auch. Oder ob ihr auf diese sukkulenten Lampen so gar nicht so viel Lust habt. Ja, ich zeige es euch nochmal so von... etwas weiter oben. Das wird mich interessieren, ob sowas euch überhaupt gefällt. Also wie gesagt, ich bin Fan von, ich mag sie. Das war eine ganz kurze Vorstellung der Monatsduftlampe und des Monatsduft Juli. Im Übrigen kann ich euch auch, glaube, noch mal vorlesen. Haha, passt auf, ich habe den ja mit Ananas und Mango beschrieben, ne? Ich lese es euch mal kurz vor. Eine bunte Palette tropischer Beeren, Drachenfrucht, üppige Mango, haha, ich habe es erraten, ich habe vorher nicht gespickelt, und Ananas erwachen nach einem Wüstenregen zum Leben. Jetzt schnuffel ich noch mal rein, ob ich da Drachenfrucht, wobei Drachenfrucht ist für mich so nichtssagend. Also wenn ich mal im Geschäft eine Drachenfrucht in den Händen halte, ja, und dran rieche, ich rieche da nichts Typisches an Drachenfrucht. Beeren, ja, könnte es sein. So, Johannisbeeren oder so. Ja, geht. Also, Duft gefällt mir, Lampe gefällt mir mega gut. Der Duft bekommt ein, nicht mega mega, sondern er bekommt ein ist okay, ja. Und die Lampe, die bekommt ein 1A plus Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ja. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und habt Spaß am Leben. Eure Steffi.